als nächster Redner hier vorne bei unserer Veranstaltung 50 Jahre U-Bahn in München, Helmut Schütz, der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Herzlich willkommen. Lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Wortmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich von unserer Ministerin grüßen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich wäre natürlich sehr gerne, auch als Ministerin aus der Region München, natürlich sehr gerne heute hier gewesen, auch als intensive Nutzerin des ÖPNV. Aber der Ministerpräsident hat zurzeit laufende Kabinettssitzung und der erlaubt keine Abwesenheit, auch bei wichtigen Terminen. Das ist eine ganz klare Ansage, stringent, ja, genau. Ich habe mich natürlich jetzt bei dem Termin, also ich übernehme ja ständig irgendwelche Termine von der Ministerin, was ich natürlich in ganz Bayern alles gleichzeitig machen kann, aber bei dem Termin habe ich mich ganz besonders gefreut, weil die Münchner U-Bahn mit dem historischen Wagen und die S-Bahn genauso haben natürlich auch mein Leben bestimmt. Also ich bin auch seit Jahrzehnten eigentlich täglicher Nutzer von U-Bahn und S-Bahn. Ich kann mich auch noch an die Baustellen erinnern in der Kaufingerstraße, wo ich zu Besuch war, also auf dem Land aufgewachsen, wenn ich zu Besuch bei meiner Tante in Münden war, diese riesigen Kräne und alles sehr beeindruckend. Und dann habe ich im November 1976, bin ich dann nach München gekommen zum Studieren an die TU und da war das ein Erlebnis, wenn man da die tiefen Treppen und die endlosen Rolltreppen da runtergegangen ist und hat in so ein Fahrzeug einsteigen dürfen, ein Zug, der unter der Erde fährt. Das haben wir, mein früherer Büroleiter Josef Rott, der kommt aus Niederbayern, das haben wir nicht gekannt, das haben wir uns auch nicht vorstellen können. Also das war jedes Mal ein Erlebnis der Fahrt zur Uni. Lieber Herr Oberbürgermeister, Sie haben ja schon angesprochen, dass der Ausbau des ÖPNV, also gerade in Ballungsräumen, natürlich komplett unverzichtbar ist. Und der Radverkehr, der in München natürlich im Sommer, an schönen heißen Sommertagen, inzwischen gewaltige Dimensionen angenommen hat, das auch so die letzten 5 Jahre unter Corona noch verstärkt, eine besondere Entwicklung. Aber man kann natürlich den, vielleicht in Griechenland oder in Nordafrika, da kann man das vielleicht mit Radverkehr lösen, halt bei uns leider nicht wegen der Witterung. Also man sieht halt heute in der Leopoldstraße doch wesentlich weniger Radfahrer als im Juli und man sieht dann irgendwann im November, wenn bei Schneeregen, sieht man sehr viel weniger. Immer noch erstaunlich viele, muss man schon sagen. Es gibt schon viele Allwetterradler, auch bei Schnee und so, aber es sind halt deutlich, sehr deutlich weniger als im Juli. Und von daher, wir brauchen ja so ein Verkehrssystem, das jeden Tag funktioniert. Wir arbeiten ja nicht bloß im Sommer. Glaube ich, ist der ÖPNV das Mittel ohne Wenn und Aber in Ballungsräumen, um den Kollaps zu verhindern. Im Straßenverkehr haben wir den Kollaps ja nahezu erreicht. Herr Oberbürgermeister, bei der Finanzierung bin ich nicht ganz so pessimistisch. Wir haben ja lange Zeit ohne jede Nominalisierung, ohne jeden Inflationsausgleich, waren wir bei 332 Millionen Fördermittel bundesweit im Bundes-GVFG. Das ist natürlich ein Witz, wenn man sich vorstellt, da gibt es Frankfurt und da gibt es Ruhrgebiet und Berlin und Hamburg und die ja ähnliche Verkehrsprobleme haben und entsprechend teure Projekte haben. Und inzwischen sind wir bei 1 Milliarde, Sie haben es ja gesagt, also von 332 über 15 Jahre hinweg auf 1 Milliarde und bis zum Jahr 2005 ist in der Finanzplanung des Bundes bei 2 Milliarden. Und nachdem natürlich jetzt, sagen wir, diese 8 oder 9 Milliarden, die Sie gesagt haben für die U-Bahn-Projekte, glaube ich, die fallen ja nicht alle in einem Jahr an, das sind ja Jahresscheiben, aber es sind natürlich Hamburg und Berlin, da gebe ich auch recht, aber es ist natürlich schon eine deutliche Entspannung. Es ist immerhin, wäre das das Achtfache oder was dann von den bisherigen Beträgen innerhalb weniger Jahre Steigerung. Da haben wir uns ja auch schon oft unterhalten, was natürlich das Hauptproblem ist, das ist das brutal stringente Förderregime vom Bund, der diesen Nachweis eines Nutzen-Kosten-Verhältnisses, den theoretisch berechneten Nachweis eines Nutzen-Kosten-Verhältnisses volkswirtschaftlich von 1,0 verlangt. Und wenn ich mir vorstelle, dass man bei der S-Bahn, bei der zweiten Stammstrecke, bestimmt 1 bis 2 Jahre verloren haben durch irgendwelche Rechendurchgänge und wenn man da noch auf der Linie noch einen 10-Minuten-Takt bestellt, dann könnte man vielleicht auf der Nutzenseite noch im zweiten Dezimalstelle hinterm Komma was verbessern, um gerade über das 1,0 zu springen. Dann ist das natürlich lächerlich. Da geht es um Milliardenentscheidungen, um Milliardeninvestitionen. Zweite Stammstrecke in München, das glaube ich, da gehört Diskussion. Also jeder, der S-Bahn fährt, weiß, das geht vielleicht nur 2, 3 Jahre und dann stürzen die Leute vor einem einfahrenden Zug, weil der Bahnsteig schon so überfüllt ist am Hauptbahnhof in der Früh. Und dann solche theoretischen Rechenmodelle.
Modelle anstellen und dann ständig zittern müssen, ob dann, wenn sich die Kosten erhöhen, beim Bau, bei Mehrkosten, ob es dann überhaupt noch eine Förderung vom Bund kommt, dann fallen plötzlich in der Finanzierungsplanung 3 Milliarden oder was weg. Also das ist eine absurde Veranstaltung. Und da waren wir, unsere zweite Fahrt nach Berlin, das war, glaube ich, auch sehr wichtig, da waren wir am 2. April 2019, war es ja noch, da durfte ich auch unseren damaligen Minister vertreten, auch Kabinettssitzung, das gleiche wie heute. Und da waren der Oberbürgermeister und ich beim künftigen, vermutlich künftigen Bundeskanzler, Finanzminister damals, und haben ihm das vorgestellt. Und der hat großes Verständnis gehabt, weil er gesagt hat, aus seiner Hamburger Zeit kennt er die Probleme. Und in der Folge, es hat was bewirkt, in der Folge ist dann so ein Arbeitskreis gegründet worden beim BMV, also Bundesverkehrsministerium, wo alle Länder beteiligt sind. Und es soll jetzt eine neue Berechnungsweise und neue Bedingungen geschaffen werden für das Überspringen des 1,0. Also diese Nutzen-Kosten-Rechnung ist das eigentliche Problem. Ich glaube nicht einmal so sehr die Mittel. Das Hauptproblem ist das Überspringen der 1,0. Ja, damit will ich es nicht länger aufhalten für die Geschichte. Da ist, glaube ich, der Herr Wattmann der Kompetentere. Und dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich nachher für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Schütz, aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Und jetzt, gerade schon angekündigt, Ingo Wortmann, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein herzliches Grüß Gott, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Reiter, sehr geehrter Herr Schütz, liebe Gäste. Ein herzliches Grüß Gott zum 50. Geburtstag unserer U-Bahn. Normalerweise feiert man einen 50. Geburtstag etwas großartiger, mit etwas mehr Feieranteilen womöglich. Wir haben uns aus zwei Gründen dagegen entschieden. Zum einen hat uns Corona immer noch fest im Griff, sodass also die eine oder andere große Feier womöglich kritisch zu sehen ist. Das zweite ist, und das ist aber der viel wichtigere Grund, im nächsten Jahr haben wir noch weitere 50-Jährige zu begrüßen. Das ist die S-Bahn München. Der Kollege Heiko Büttner von der S-Bahn ist da. Das ist der MVV, ganz hinten Bernd Rosenbusch. Und ich habe auch gelernt, die erste Münchner Fußgängerzone wurde vor 50 Jahren eingeweiht. Und da reihen wir uns schlichtweg ein mit unserem 50-jährigen Geburtstag und machen dann nächstes Jahr hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen doch dann etwas eine größere Feier an der Stelle. Ja, die U-Bahn, das ist schon mehrfach gesagt worden, das ist mit Abstand das nachfragestärkste Verkehrsmittel der Münchner Verkehrsgesellschaft. Wir haben 2019 vor Corona über 600 Millionen Fahrgäste gehabt und deutlich, deutlich über 400 Millionen Fahrgäste sind dabei mit der U-Bahn gefahren. Das heißt nicht, dass man Trambahn und Bus nicht braucht. Im Gegenteil, die braucht man auch zur Feinerschließung als Zubringer und auch für bestimmte Querverbindungen, bei denen sich eine U-Bahn nicht lohnt. Aber die Hauptlast des öffentlichen Personennahverkehrs trägt ganz unzweifelhaft die U-Bahn. Und es ist auch gut und richtig gewesen. Und alle Stadträte, Oberbürgermeister, die die U-Bahn weiter ausgebaut haben, haben auch da die richtigen Schritte gemacht. Wir haben 1971 mit 12 Kilometern und 12 Bahnhöfen begonnen und haben jetzt 95 Kilometer und 100 Bahnhöfe. Im Schnitt sind da pro Jahr 1,7 Kilometer Strecke gebaut worden und 1,7 U-Bahnhöfe. Das war also durchaus ein rasantes Tempo und den Erfolg sieht man aber. Ich sagte das, die U-Bahn ist das nachfragestärkste Verkehrsmittel. Und eins möchte ich auch noch im Nachhinein sagen. Das geht mitunter in den Diskussionen etwas unter. Es war die völlig richtige Entscheidung, dass München eine, ich nenne es mal, richtige U-Bahn bekommen hat und keine Stadtbahn oder Schnellstraßenbahn, wie das auch ursprünglich mal geplant worden ist. Es gibt da Pläne einer stadtbahnähnlichen Bahn hier für München, analog zu Stuttgart, wer es kennt, Düsseldorf, Hannover, all die haben solche Bahnsysteme. Aber München ist schlichtweg zu groß für solch eine Stadtbahn. Das ist das richtige System für 500.000, 600.000 Einwohnerstädte, aber eben nicht für München. Und diese Entscheidung, die damals getroffen wurde, verschafft uns heute auch noch die Kapazitätsreserven, die wir benötigen. Wenn damals die Entscheidung anders gefallen wäre, jetzt natürlich von Corona mal abgesehen, wenn die Entscheidung anders gefallen wäre, hätten wir schon viel früher volle Züge im Untergrund gehabt. Die, ich nenne sie richtige U-Bahn,
ermöglicht wesentlich längere Züge. Wir können mit 120 Meter Zügen fahren, bei Stadtbahnen maximal 75 Meter und wir haben auch wesentlich breitere Wagenkästen und damit insgesamt eine deutlich größere Kapazität. Das war so eine, ich habe das mal so nachgelesen, relativ schnelle Entscheidung. Da ist dann ein Papier verfasst worden und dann hat der Stadtrat das, wenn ich das richtig gesehen habe, entschieden und davon profitieren wir heute noch an der Stelle. Ja, wie das bei 50-Jährigen so ist, wir müssen jetzt sehr intensiv daran arbeiten, das System zu erhalten. Wir haben viele Jahre und die Münchner und Münchner haben viele Jahre davon profitiert, dass die U-Bahn nagelneu war, im Gegensatz zu den U-Bahnen in Hamburg oder in Berlin. Wir arbeiten intensiv daran, jetzt jedes Jahr im Schnitt 13 Weichen auszutauschen und 6 Kilometer Schienen. Das müssen wir machen, um die U-Bahn dann auch wirklich so funktionsfähig zu halten, wie sie jetzt ist. Wir müssen die Bahnhöfe sanieren. Sie sehen, an einigen Bahnhöfen fehlen die Seitenverkleidungen oder auch die Wandverkleidungen. Das liegt schlichtweg daran, dass die Verbindungen nicht mehr halten und wir sie abbauen mussten, um zu verhindern, dass sie dann herunterkommen. Und wir werden und arbeiten daran, wie wir dann dort eine Sanierung dann auch tatsächlich umsetzen können und die wieder in einen angemessenen Zustand versetzen können. Und